hier ist Jasmin von Hase Production. Wir waren, wie ihr es an der Überschrift gesehen habt, bei IKEA und wir haben wahnsinnig viel Geld ausgegeben, inklusive unserem Einkauf halt und unser Mittagessen haben wir 200 Euro da gelassen. Ja, es sind aber auch ein paar Sachen dabei, die wir unbedingt brauchen. Nämlich, wir haben, ich zeige euch, einfach mal vier so kleinere Kisten geholt. Also das sind jetzt nur die Deckel dazu. Und dazu die Kisten halt. Wie die Kisten auch schon wisst ihr ja, schätze ich mal. Und zwei ganz große, auch mit den Deckeln dazu natürlich. Weil wir brauchen einfach ein bisschen neue Kisten für Stauraum. Und deswegen sind wir hauptsächlich hingefahren. Dann gab es natürlich auch noch ein paar Kleinigkeiten, wo wir zugeschlagen haben. Aber das kommt jetzt alles. Mein Mann hat sich Hyazinthen mitgenommen. Das Dreierpack hat 1,99 gekostet. Er liebt Hyazinthen einfach. Das sind seine Lieblingspflanzen. Dann einmal diese Kekse hier. Die mag mein Mann auch sehr gerne. Die haben 4,99 gekostet. Ein Viererpack Kerzen für 2,50 €. Zweimal die Elchnudeln, die wollte der Kleine natürlich haben. Die kaufen wir aber immer, wenn wir bei IKEA sind, die Marke einfach sehr gerne. Für je 1,49 €. Den kaufe ich auch jedes Mal, diesen Preiselbeersirup. Den trinke ich wahnsinnig gern. Kostet mittlerweile auch schon 3,99 €. Dann haben wir gesehen, sie hat einen Eierschneider. Seit Ewigkeiten sagen wir, wir wollen uns mal einen Eierschneider anschaffen. Jetzt hatten sie einen. Und der hat 1,99 € gekostet. Und hier nochmal so ein Viererset Kerzen für 2 €. Das tue ich hier mal ein bisschen zur Seite schieben. Ja, das war mir klar. So. Moment, ich habe hier nämlich noch eine ganze Tasche. So. Mein Mann hat sich einen Stuhl gekauft, weil sein Küchenstuhl ist kaputt. Das ist jetzt nur die Beine dazu. Und das Oberteil halt. Den kann er sich danach gleich zusammenbauen. Dann brauchte mein Mann noch. Achso, der Stuhl hat 29,95 € gekostet. Dann zwei so Verlängerungskabel für 7 €. Die Kerze brauche ich für eine Hochzeit, weil das wird eine Hochzeitskerze für 3,99 €. Dann hat mein Mann diese. Wir haben zwar so einen Apfel. So einen Apfelschneider haben wir, aber da sind halt diese verschiedenen Formen drin. Die hat er sich jetzt mitgenommen für 3,99 € oder 4,99 €. Ich weiß es nicht mehr genau. Dann habe ich mir einen Badezimmerspiegel geholt mit Wandhalterung, weil ich muss immer so nah an den Spiegel gehen, wenn ich mich schminke, weil ohne Brille sehe ich ja nichts. Ich bin ja blind wie ein Fisch. Und zum Schminken ist das immer ein bisschen schwierig. Hat 17,99 € gekostet. Oh, wir haben es schon. Und für den Kleinen haben wir auch noch was geholt. Und zwar so ein, ich weiß nicht, ob ihr es richtig seht, so ein kleines Wandregal. Da kann er seine Toni-Boxen draufstellen, dachten wir. Und anderes Kleinkram, was er sonst noch so hat. Fanden wir ganz putzig. Hat, ich glaube, 6,99 € gekostet. Bei den Kisten kann ich es nicht mehr genau sagen, oder? Die Kisten. Ah, die kleinen Kisten haben je 6,99 € gekostet. Und die Deckel dazu 3 €. Und die zwei großen Kisten jeweils 19,99 € und die Deckel dazu 5 €. Ja. So, das war es eigentlich auch schon. Es ist kein riesiger Einkauf. Aber wie gesagt, wir haben ja dann auch noch gegessen, die Nudeln, die Kekse und das summiert sich dann natürlich schon zusammen, ist klar.
Und ja, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über ein kostenloses Abo von euch. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns. Ciao!